Pavel Dotschev, auf was für einen Gegner muss sich die Viktoria mit dem Tabellenführer 1. FC Saarbrücken einstellen? Also das ist absolut eine Herausforderung für uns. Ich habe die Mannschaft von Saarbrücken jetzt zweimal gesehen und beide Spiele, die ich gesehen habe, die waren sehr überzeugend. Und das ist jetzt kein Zufall, dass die auf Platz 1 stehen. Die Leistung ist einfach stark, was die da auf den Platz bringen. Die stehen sehr hoch, die spielen sehr mutig. Auch Fußballspieler sind auch in der Lage, auch Drucksituationen auch zu lösen. Und das macht die Mannschaft von Saarbrücken für uns als eine richtige Herausforderung, auf jeden Fall. Ja, Sie haben es schon gesagt, es ist ein Spitzenspiel. Der Erste trifft auf den Vierten. Was kann man da spielerisch erwarten? Ich glaube zu einem, dass dieser Sieg in Duisburg das uns sehr gut tun kann und muss auch so sein. Also wir müssen schon sagen, dass wir in Duisburg nicht nur gut gespielt haben, dass wir auch als Mannschaft sehr, sehr gut aufgetreten sind und auch noch das Ergebnis auch passt. Also diese Sachen, die müssen uns schon Selbstvertrauen geben und auch das Gefühl geben, dass wir auch gegen Saarbrücken in der Lage sind, mit so einem Auftritt, dass wir auch eine Spitzenmannschaft wie Saarbrücken zu schlagen. Und das ist auch das, was ich denke, dass der Schlüssel sein kann zum Erfolg am Freitag. Die Viktoria hatte ja zuletzt schon öfter die Möglichkeit, oben anzuklopfen, musste dann Rückschläge verkraften. Was macht Sie zuversichtlich, dass es gegen den Tabellenführer anders laufen wird? Ja, ich denke, dass die Mannschaft von Saarbrücken gehört zu den besten Mannschaften in der Liga. Das habe ich schon gesagt. Und wir wollen auch Fußball spielen. Da treffen zwei gute Mannschaften aufeinander zu. Letztes Jahr war oft so, dass die Mannschaften, die Fußball spielen wollen, haben uns gut gelegen. Und ich hoffe, dass jetzt am Freitag wieder so ist. Also wir haben auch mehr Probleme mit Mannschaften, die eher so ein bisschen mehr mit der Brechstangenfußball spielen, uns auskontern. Und da haben wir mehr Probleme als gegen Mannschaften, die Fußball spielen. Aber ich sage es nochmal, Saarbrücken ist schon sehr, sehr stark und wir haben schon großen Respekt von Saarbrücken, auf jeden Fall.